Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hier herzlich willkommen auf SimRace TV hier heute Abend am Donnerstagabend. Und das Donnerstagabend und Lutz Enger am Mikrofon kann eigentlich nur bedeuten, die Race Day Speed Association ist am Start und zwar mit ihrem Saisonfinale heute in Spa-Francorchamps. Haben wir ja ewig nicht mehr gehabt, Spa. Von daher freue ich mich ganz besonders heute auf die Strecke. Und wir haben hier so ein bisschen uns überlegt, dass wir doch ein paar Sachen hier im Vorfeld mal machen. Nämlich zum Beispiel mal ein paar Interviews vor dem Rennen. Wann hatten wir das denn mal? Also ich begrüße ganz recht herzlich hier in meiner Moderatorenkabine nicht nur Ligachef Jens Burkott, der kommt auch noch zu Wort. Viel wichtiger sind erstmal die beiden Führenden der Meisterschaft, Robin Frischkopf und Edgar Ostermann, die nämlich nur durch minimal Punkte getrennt sind. So, ich habe mal jetzt mir das rausgesucht, was der Jens hier geschrieben hat mit diesen drei Streichresultaten. Also noch sind nicht drei Resultate gestrichen bei den beiden, aber wenn man die schlechtesten wegrechnet, ist es so, dass der Robin mit 131 Punkten 6 Punkte Vorsprung vor dem Edgar hat, nämlich der hat 125. Fangen wir mal bei Edgar an. Edgar, heute Vollangriff. Ja, ich will mal hoffen, dass beim Start alles gut geht und dann werden wir sehen, werden wir den Robin etwas jagen. Vielleicht kann ich ihn den einen oder anderen Punkt noch abhetzen und mich an die Spitze stellen. Aber schauen wir mal an, wie der Start verläuft und das ist das Wichtigste hier heute. Ja gut, ich meine, es gibt zweimal richtig Punkte, zwei Läufe, einmal 20, einmal 40 Minuten und ich sag mal, da ihr seid beide gleich mit Ehrenblei bewichtet und von daher gleiche Voraussetzungen und mal ganz ehrlich, würdest du dich so einschätzen, dass du Robin schlagen kannst? Puh, harte Geschichte, Robin schlagen. Also der Robin ist meiner Meinung nach sicher einer der ganz Großen hier im Simrace-Sport. Den Robin zu schlagen ist natürlich ein Ziel, aber es wird sehr, sehr, sehr schwierig werden. Also ich glaube an meine Chance, wenn nicht, dann wäre ich falsch hier am Platz, aber ich glaube noch an meine Chance, dass ich den Robin knacken werde. Ja. Robin, mein Lieber, du hast gehört, Frontalangriff ist angesagt oder Rektalangriff, ich weiß es nicht. ja, also du wirst wohl, wie sieht es denn jetzt so eigentlich mit den Trainingszeiten aus, wie würde das Quali ausgehen? Das kann ich im Moment noch nicht sagen, weil ich bin noch keine einzige Runde jetzt ohne Sprit gefahren, weil mir die Rennen heute einfach wichtiger sind. Ich brauche Punkte und ich bin froh, dass es jetzt zwischen dem Edgar und mir eng wird. Wir fahren zusammen auch die Langstreckenrennen, haben immer viel Spaß zusammen und jo, besser könnte ich mir das gar nicht wünschen und danke für die Blumen, geht natürlich auch zurück an Edgar, also jo, ich hoffe es wird spannend heute. Und alle sind nah zusammen und ja, wer hier einen Fehler macht, der ist weg vom Fenster. So sieht's aus. Und dann haben wir nämlich auch noch den Jens, der fightet hier um Platz 3 mit dem Danny zusammen. Ist der Danny auch hier? Ich kann es gerade nicht sehen. Ich bin da, ja. Ja, wunderbar. So, und dann fangen wir erstmal beim Jens an, weil der ist ja derjenige, der 4 Punkte zurück ist. Nämlich mit 106 Punkten hat er genau 4 Punkte Rückstand auf den Danny mit 110. Jens, auch an dich die Frage. Erstmal, ist es Quali jetzt wichtig? Für Sprintrennen vielleicht schon, würde ich mir behaupten, aber was ist die Ansage heute hier? Ja, Quali ist insoweit wichtig, dass es eben für die Pole auch einen Punkt gibt und die Ergebnisse zeigen ganz klar, hier geht es wirklich um jeden Punkt. Derjenige, der heute auf Pole steht, hat schon mal wieder einen Punkt Vorsprung ausgebaut oder abgeknabbert. Also es wird ganz, ganz heikel. Wenn ich mir die Trainingsrunden vom Danny angucke, weiß ich, er hat sich was vorgenommen. Er ist ungefähr dreimal so viele Runden gefahren wie ich. Aktuell im Training bin ich mal, weiß ich, 200 zu schneller gewesen als der Danny, aber der hat sicherlich noch ein paar Pfeile im Köcher, die er jetzt erst verschießen wird. Ich hoffe mal so ein bisschen, ab und zu zeigt er ja auch schon mal gerne Nerven und da spekuliere ich heute einfach mal drauf und hoffe, dass ich zumindest näher rankomme. Wie es letztendlich ausgehen wird, kann man bei Danny und mir nie sagen. Wir sind absolut auf einem Level. Spannend wird sicherlich auch da vorne beim Edgar und Robin. Die waren dieses Jahr für mich nicht greifbar, aber Platz 3 oder 4, vollkommen egal. Wir werden heute wieder ein tolles Rennen erleben. Ich habe ein bisschen Respekt vor der Rouge mit so einer Meute dadurch, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ja,
Ja, wobei ich jetzt mal ganz ehrlich sagen muss, mein lieber Jens, wenn ich überhaupt irgendwo mal von jemandem habe Nerven gesehen, dann war das von dir. Wir erinnern uns so an diverse selbstverschuldete Dreher, die dich auch etliche Platzierungen gekostet haben im Laufe der Saison. Aber gut, auf alle Fälle toi toi toi. Danny, auch an dich, du hast gehört, was der Jens gesagt hat. Für dich gilt es erstmal, ja, die 4 Punkte zu halten. Also irgendwie nicht allzu weit hinter Jens ins Ziel zu kommen. Ja, guten Abend, Lutz. Ich kann dem Jens die Hoffnung jetzt schon nehmen. Also Nerven zeigen ist das nicht. Das ist mal ganz klar. Also ich fahre auf Vollangriff und ich werde versuchen, ganz klar den Jens hinter mir zu lassen. Das ist mein Ziel. 3. Platz der Meisterschaft. An Edgar wird kein Weg mehr ranführen, wenn da nicht irgendwas Fieses, Böses passiert. Ja. Denke ich mal, ist das da vorne eigentlich eine spannende Geschichte für sich. Aber der Jens und ich werden das unter uns austragen müssen heute. Okay. Ja, da werden wir mal schauen, was dabei rauskommt. Euch vier wünsche ich jedenfalls ganz, ganz viel Glück heute in dem Rennen. Wir werden ein besonderes Auge auf euch werfen und ja, und dann werden wir mal schauen, was am Ende hier des Tages, des Abends an Resultaten zu verzeichnen ist. Ich hoffe, Jens, oder ihr, die dann hier seid, ihr habt ja dann schon die Punkte ausgerechnet, während ich mir jetzt hier wahrscheinlich einen Wolf rechnen würde. Oder ihr wisst, auf welchen Positionen ihr ins Ziel kommen müsst, beziehungsweise der direkte Gegner, um dann den ersten oder beziehungsweise den 3. Platz zu erreichen. Dann würde ich euch doch bitten, egal wer gewinnt, ihr 4 kommt auf alle Fälle ins Interview dann nachher. Okay? Genau. Eine Bitte habe ich noch, Lutz. Nach Durchfahrt nach dem zweiten Rennen, bleib auf der Strecke, bleib bei uns dabei. Wir wollen mal ein bisschen was zeigen. Ihr wollt was zeigen? Ach was. Ja, lass mich überraschen. Ja, ich lass mich überraschen. Wir haben was gut zu machen vom letzten Rennen. Gut. Naja, gut. Okay, alles klar. Wunderbar. Ich freue mich und viel Glück euch allen. Genau. Edgar sagt es. Danke. Viel Spaß allen bei der Übertragung. So, meine Damen und Herren, das war jetzt erstmal das Vorab-Interview mit den Leuten, die hier noch richtig Chancen auf irgendwie was haben. Es kann ja auch theoretisch sein, dass der Edgar und der Robin in beiden Rennen komplett ausfallen und dann der Jens und der Danny sich um die jeweils sich die vielen Punkte holen. Und dann, ja, dann wäre theoretisch auch noch ein Sieg von Jens und Danny möglich, oder? Jens, wenn ich das so sehe? Ja, die Streichergebnisse, sag mal, selbst wenn er heute 0 Punkte einfährt, greift er ein anderes Ergebnis, was momentan so nicht funktioniert. Okay, also ja, richtig. Mindestens, glaube ich, 9 Punkte macht er auf jeden Fall, auch wenn er nicht ins Ziel kommt. So paradox das klingt. Ja, okay, alles klar. So, der Jens ist momentan auf welcher Position? Ich guck mal auf der 1. Och Mensch, da haben sie dich aber wieder vorgelassen hier. So, da steht da der Jens und jetzt gibt er mal richtig Gummi. Und wir fahren jetzt eine Runde im Cockpit von Jens Burkhardt und er wird uns jetzt was über die Strecke erzählen. Das ist Autos. Es wird sehr spannend auf dieser Strecke. Also, kommen wir direkt zur ersten, ja, schon entscheidenden Stelle. 90 Grad rechts, sehr eng. Da werden wir gleich schon schöne Manöver sehen. Aber dann geht's dahin, wovon jeder träumt. Einmal durch die Eau Rouge. Geht mit den Autos voll, auch mit vollem Tank, wenn man die Linie trifft. Und den einen oder anderen Curve sollte man nicht berühren. Ich versuche das jetzt mal zu vermeiden. Ha, geklappt. Wir brauchen keinen Arzt, das klingt immer so. Genau, danke. Ja, hier haben wir dann sicherlich die optimale Stelle zum Überholen. Top Speed, wir werden ein bisschen die 270 sehen, knapp drüber. Jetzt hier schön das Auto zusammenbremsen. Ja, hier beim Rausbeschleunigen wird das Auto schön locker am Heck. Hier viel Schwung mitnehmen. Dann kommen wir zu einer ganz schwierigen Kurve, die man ja abfällt, wo man so in die Kurve reinbremsen muss. Also da bleiben die Räder immer gerne stehen. Man muss warten. Dann kann man die irgendwann wieder rausbeschleunigen. Auch mit Gefühl, sonst biegt man nach rechts ab. Hier auch schön an die Curbs. Oder vielleicht auch mal drüber. Ja, da kommt eine ganz schnelle links. Ja, auch da will man immer später bremsen, aber man muss doch relativ früh, damit man hier an den Curb bleibt, auch auf den Punkt warten, wieder raus beschleunigen, hier an den Curb, innen an den Curb. Der Rest geht hier voll.
Also eine schöne Rechts-Links-Kombination, die auch flüssig zu fahren ist, im zweiten, dritten Gang, je nachdem, wie das Setup ist. Boah. Da haben wir nochmal eine enge Stelle, kommen wir zum zweiten Sektormesspunkt. So, und hier geht es natürlich darum, ganz viel Schwung mitzunehmen. Wer kennt sie nicht, diese Passagen hier? Auch mit den Autos geht es komplett voll, wenn man die richtigen Einlenkpunkte trifft. Aber auch hier werden wir natürlich tolle Windschattenbrille sehen, gerade zur neuen Busstop hin. Auch eine der besten Stellen zum Ausbremsen. Aber es ist schwierig, da den Bremspunkt zu finden. Der ist irgendwie so bei, keine Ahnung, 140, 135, 127 Metern. Irgendwie sowas, da muss man hier an die Curves, hier muss man ganz vorsitzig sein. Hier muss man den inneren Curve mitnehmen, weil dadurch wird das Heck ganz locker und dann biegt man ganz gerne mal links ab. So, und dann sind wir rum. Dann sind wir rum. So, wunderbar. So, ich sehe gerade, unser Stream ist arg hakelig. Ich bin jetzt da nicht so ganz, da ist hier scheinbar ein bisschen was durcheinander. Jetzt bin ich mir aber nicht so hundertprozentig sicher, ob es an uns liegt oder nicht vielleicht an OPD. Ist egal. Jedenfalls werden wir das einmal noch mal kurz unterbrechen, das Ganze. Wir bedanken uns bei Jens für die Vorführung und hoffen ganz, ganz sehr, dass Jens, naja, doch ein bisschen wünsche ich dir schon, dass du hier ja, deine Ziele erreichst, sagen wir mal so. Keine selbstverschuldeten Dreher, damit du noch mehr Zündstoff oder noch mehr Munition gegen mich bekommst. Das würde mir schon reichen. Das heißt, wir warten jetzt noch einen kleinen Moment, bis du hier ein bisschen was rumstellst und gibst uns dann das Zeichen, damit wir ins Quaddy switchen können. Verstehe ich alles richtig? Klar. So machen wir das. Alles klar. Bis gleich. Nee, ihr könnt switchen, wie ihr wollt. Also warum okay. Auch immer. Es liegt nicht an uns, dass das hier so laggy ist. Es ist jetzt scheinbar bei O3D ein Problem. Das heißt, wir bekommen auf alle Fälle eine saubere Aufzeichnung. Alles ist gut. Also macht euer Ding so, wie es gehört und bietet die Action, die wir sonst hier gewohnt sind. Dann ist alles gut. Wir geben uns die größte Mühe. Lutz, viel Spaß. Bis nachher. Ja, bis dann. User left your channel. So, meine Damen und Herren. Es kann natürlich auch sein, dass das hier an meinem Rechner liegt. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Auf alle Fälle ist es so, dass wir hier doch einiges, dass es doch ziemlich laggy eben war. Ich werde trotzdem noch einmal ganz kurz abbrechen und kurz etwas umstellen, auf einen anderen Server gehen, beziehungsweise auf einen anderen Broadcaster gehen, der vielleicht ein bisschen performanter gerade ist. Keine Ahnung. Deswegen hier kurzer Break, dann gehen wir direkt ins Quali und dann geht's hier los.